Nein, das ist kein Topfloppenwuchs. Kein Topfloppenwuchs. Ja, wunderbar. Okay, können wir die austauschen? Der Kuli ist super. Ich will nicht tauschen. No, schade. Und was ist damit? Der Poloschläger muss noch nicht gewachst werden. Er liegt doch ganz gut in der Hand. Okay, alles klar. Ich dachte nur, wenn man Skier vielleicht wächst und so, ne? Habe ich mir gedacht, okay, vielleicht muss der Poloschläger auch mal gewachsen werden. Was weiß ich. Guck mal, Harvey. Wachsstifte. Cool. Wie viele sind es? Zwei. Zwei. Mist. Das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Was? Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. Riesen... Was? Wie zu Riesen-Harvey werden? Warum? Warum nur? Okay. Was macht Captain Unbrauchbar mit den Wachsmalstiften? In diesem Bild malen Captain Unbrauchbar und Nützlich Boy eine Schatzkarte. Ah, auch nicht schlecht. Eine Schatzkarte malen. Sehr schön. Okay. Dann schauen wir uns mal den Generalschlüssel hier an. Der Generalschlüssel scheint auch sehr, sehr interessant zu sein. Das ist Kunst. Oh ja, das ist Kunst. Können wir den Generalschlüssel mitnehmen? Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Mann, nur weil sie sagt, das ist Kunst, will sie jetzt den Generalschlüssel nicht mitnehmen, oder was? Mann, Edna macht da kein Kunststückchen draus. Dieses Kunstwerk spricht mich an. Gleichzeitig verspottet es mich auch. Okay. Benutzen? Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, benutzen wir doch das Ketchup mit der Generalschlüssel, wenn du schon Kunst darin siehst. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Soll heil und sauber bleiben, alles klar. Das heißt, ich kann damit machen, was ich will und sowas. Nein. Natürlich. Natürlich, das heißt, es funktioniert alles nicht damit. Verboten gut. Verboten gut. Ah, leider. Delikat. Was? Generalschlüssel ist delikat? Uah. Warum denn nur? Cool. Okay, das hatten wir irgendwie schon mal, ne? Kann das sein? Nein, das... Natürlich, es soll heil und sauber bleiben. Genauso mit dem Bootschläger, ne? Nein. Ja, genau. Gut, HW, was sagst du zu den Generalschlüsseln? Wahrscheinlich auch mitnehmen, aber naja, Edna will es halt nicht. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Nein. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Harvey hat's verstanden. Der Spieler hätte da sowieso kein Verständnis für. Und das ärgert mich halt auch. Warum wir den Schlüssel nicht mitnehmen, verdammt. Der hängt so schön da. Mann. Edna, du Mädchen, so, das haben sie aber gegeben. So, gut, dann schauen wir uns mal den Bienenmann an und gucken mal, was der so da treibt. Irgendwas ist auffällig an dem. Ich kann nur den Finger nicht drauflegen. Ja, mag man auch nicht, weil er irgendwie einen Stachel hat. Irgendwo, irgendwann, irgendwie, das, naja, egal. Könnt ihr ihn mitnehmen? Nein, er ist eine richtige Wuchtbrumme. Eine richtige Wuchtbrumme, ne? Verstehst du? Verstehst du was? Bitte nicht zweideutig denken. Gut, dann benutzen wir mal den... vergiss es. Wozu? Um Honig herzustellen? Ja, oder so. Okay, das... Etwas Ketchup dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Was? Bitte, was? Was war das jetzt gerade? Wow. Ach, du heilige Scheiße. Oh Gott. Was ist mit dem Senf? Etwas Senf dazu? Wozu? Dazu.
Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Ja, wunderschön. Ja, ich mag das. So, was ist mit der Schere? Ich habe mir deine Zickzackschere genommen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, leg sie zurück. Warum? Sie bringt nur Kummer. Wieso? Was ist denn passiert? Sagen wir mal so. Früher war ich der Hornissenmann. Ui. Ich glaube, diesen Typen spricht tatsächlich ein Österreicher. Ich wette, es ist ein Österreicher, der den Bienenmann synchronisiert hat, weil vom Akzent her oder von der Aussprache her muss es ein Österreicher sein. Alter Fede, wie geil. Okay, wenigstens hat das Spiel etwas Österreichisches an sich. Und zwar den Bienenmann. So, was ist mit der Polizeimarke? Können wir ihn verhaften? Ich habe keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Schade eigentlich. Ich hätte ihn gern verhaftet. Können wir ihm den Topf geben und dass er den als Hut benutzt? Magst du Töpfe? Die Frage ist mir zu persönlich. Was? Warum ist die Frage zu persönlich? Was soll das? Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Zufällig nicht? Ich habe immer ein eigenes Paar dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Ah. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Was? Nee. Was ist das für eine unnötige Scheiße? Ernsthaft? Ich meine, gut, wir haben jetzt einen Fortschritt gemacht. Wir haben ein Objekt getauscht. Aber ehrlich, Topflappen gegen Topflappen nur von der Farbe her zu tauschen? Alter! Wie dämlich muss man sein? Oh Gott, Edna, bist du dämlich. Oh, okay, gut. Können wir den Kugelschreiber auch tauschen gegen irgendwas? Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bevorzuge die Wachsstifte. Das ist eine Vorliebe von mir, die vollständig unerklärlich ist und die doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Ja, aber wirklich, ich meine, wozu Wachsmensch? Was? Gut, was machst du? Willst du den Poloschläger haben? Spielst du Polo? Nicht mehr. Die Pferde haben zu viel Angst vor mir. Aber ich bin ganz gut im Eiskunstlauf. Warum fragst du? Nicht wichtig. Was? Eiskunstlauf? Warum Eiskunstlauf bei einer Biene oder bei einem Bienen? Ich will es mir gar nicht vorstellen. So, In diesem Bild zähmt Captain Unbrauchbar die Bienenkönigin. Wow, das ist mal schön. Er zähmt die Bienenkönigin, alles klar. Und für was genau? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Stimmt. Er ist einfach nur eine Biene, also er ist verkleidet als eine Biene und mehr nicht, also von daher weiß ich nicht. Ach ja, weißt du was, dann reden wir einfach mal mit ihm und gucken mal, was er so zu sagen hat. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Hallo Fremde, ja genau. Nenn mich ruhig Edna. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Schön. Haben sich wieder zwei gefunden. Das ist schön. So, kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Ah, interessant. Ein guter Tipp. Das ist mal ein guter Tipp. Das heißt, das Wäschelift-System kann man dafür benutzen, um quasi diverse Räume wieder zu besuchen, die man vielleicht jetzt momentan nicht mehr benutzen, also besuchen könnte, wenn man nicht von Wäschelift-System wüsste. Interessant. Das könnte vielleicht noch eine spannende Story werden. So, warum hat man dich hier überhaupt eingesperrt? Weil du als Bienenmann verkleidet bist? Warum hat man dich hier eingesperrt?
Du wirkst so klug und aufgeräumt. Stimmt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Ah! Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Ich sag's doch, weil er das Bienenkostüm anhat, deswegen ist er eingesperrt worden. Ah, wie geil. Warum nur? Okay, woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Das würde mich auch mal interessieren. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Meier. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Die Clowns der Medien, alles klar. Natürlich, warum auch nicht. So, warum trägst du das Bienenkostüm überhaupt? Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Was? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Schön, er hat eine Wette verloren, ich wusste es. Konnte auch nicht anders sein. Aber ganz ehrlich, ich meine, um die Modebranche zu boykottieren, ja, würde ich auch verstehen. Weil die Modebranche teilweise wirklich ekelhaft ist. Also meiner Meinung nach. Gibt Meinungen anderer, die was anderes behaupten, aber ja, weiß nicht. Und natürlich, um ein bisschen hervorzustechen, weil er Bienen sehr unterstützen möchte in dem, was sie tun. Ich meine, ja, schön, aber irgendwie auch ein bisschen crazy, oder etwa nicht? Okay, warum hast du so große Ohren? Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Wow. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Was? Ohrenschmalzproduktion? Okay, lass uns mal weitermachen. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, warte. Das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Nein. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion. Auf was? Auf Heißgetränke. Oh. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ah, auch ein guter Tipp. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Vielleicht können wir das Ohrenschmalz-Szenen noch gebrauchen, obwohl es natürlich irgendwie ekelhaft ist auf der anderen Seite. Aber vielleicht können wir es doch irgendwie gebrauchen. Vielleicht können wir irgendwann so eine Ohrenschmalzproduktion, vielleicht können wir das noch zum Vorteil nutzen und vielleicht kriegen wir irgendwo ein Heißgetränk her. Wer weiß, vielleicht finden wir irgendwo eine Bar. Okay, wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Nein, malst du etwas Bestimmtes? Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ja, natürlich. Gut, ich würde mal sagen, ich mache mal die Fliege, ne? Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Nur zu, ja, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, wir lassen noch Poki sprechen, ne? Poki, was hast du zu diesem Raum zu sagen? Ja, wir befinden uns nun in dem Raum der Beschäftigungstherapie, wo wir auch einen meiner Lieblingscharaktere mal wieder treffen, und zwar den Bienenmann. Ja, der Bienenmann ist halt so ein bisschen eins der, für mich persönlich, so ein bisschen zu einem der Symbole für Erdenabbricht ausgeworden. Also als Charakter trägt so irgendwie die ganze Stimmung, weil er halt irgendwie diese Schere zwischen Albernheit und Ernst halt irgendwie in seiner Person vereint. Ich liebe den Dialogpart, wo Edna, also ist, glaube ich, auch eine obskure Item-Reaktion, die man gar nicht unbedingt machen muss, wo Edna und der Bienenmann das Wort Opossum durchdeklinieren, weil sie sich darüber streiten, wie die Mehrzahl von Opossi ist, und dann fangen sie halt an, von vorne durchzudeklinieren, weil beide halt offensichtlich eine gute Lateinausbildung haben.
Opossum, Opossi, Opposso. Und dann korrigieren sie sich und es entsteht dieses Wortgemenge aus Opossi, Opossorum, das halt niemand mehr so richtig nachvollziehen kann, außer die beiden. Das ist total logisch. Das ist schön, bis sie halt nachher irgendwie in irgendwelche Fantasieworte, also aber als wäre es abgesprochen zwischen den beiden, halt irgendwie abgleiten. Also halt einfach irgendwelche plötzlich in Obladi, Oblada reinrutschen, so, und beide machen es einfach kommentarlos mit. Das ist schön. Hier erkennt man in dem Raum übrigens auch, dass die Objektkommentare und auch die Grafiken der Verwüstung sozusagen tatsächlich zu einem viel späteren Zeitpunkt erstellt haben, nämlich nach Firmengründung von Dedelic. Denn wenn man den Kugelschreiber mit der Leinwand im Hintergrund benutzt, zeichnet Edna eine Fae mitunter. Ich glaube, es gibt sogar drei unterschiedliche Sachen, die man ranzeichnen kann, aus irgendeinem Grund, oder je nachdem, was man als erstes macht. Aber sie kann auch eine Fae an die Leinwand zeichnen. Und das ist sogar schon die Fae, die nachher auch bei uns im Spiel ist. Recht erstaunlich ist, weil das ja noch recht zu Beginn der Firma gewesen sein muss. Und dafür, dass das Spiel so spät rauskam. Krass. Das Allerwichtigste in diesem Raum für mich ist allerdings das Kunstwerk mit dem Generalschlüssel. Das ist einfach eine unglaublich dreiste Idee, glaube ich, dem Spieler gegenüber. Es geht ja im ganzen Spielteil darum, den Generalschlüssel zu finden. Und da baumelt halt einfach ein Generalschlüssel dran. Und weil Edna halt nun mal ein Charakter ist, die Kunst respektiert, wird sie ihn halt nicht anfassen. Also die ganze Kunst dieses Generalschlüssels besteht ja darin, dass er dort frei baumelt, aber dadurch, dass er halt Kunst ist, man ihn halt nicht anfassen und mitnehmen kann und benutzen kann, wie er eigentlich ist. Und das macht das Kunstwerk halt nur noch genialer und bringt Edna noch mehr dazu, ihn halt nicht zu nehmen und ihn nicht zu benutzen. Je mehr sie ihn benutzen will und halt eigentlich tatsächlich mitnehmen will, desto genialer wird das Kunstwerk und es bleibt immer ein Stück stärker als sie. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler mitgemacht hat, dass irgendjemand den Gedanken dahinter halt irgendwie tatsächlich, ich glaube, die meisten haben sich einfach geärgert. Aber ich finde es einfach sehr schön. Oh ja, und ich habe mich auch irgendwie, ja, ich habe mich innerlich auch ein bisschen geärgert. Generell, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Alter, warum nimmst du den Generalschlüssel nicht mit? Das kann nicht wahr sein. Der hängt so schön da und du nimmst den nicht. Ja, aber heute weiß ich, dass es nicht funktioniert. Schade. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir sind in einem Raum fertig. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gehen mal ein Stückchen weiter und gehen mal in den nächsten Raum rein. Da ist nämlich noch ein Raum. Huch! Gerade spreche ich von einer Bar und jetzt ist auf einmal. What the fuck? Okay, läuft auf jeden Fall. Wir haben eine Bar gefunden. Ein Neonschild mit Cocktailkarte. Alles klar, wir haben hier. Ja, ich würde mal sagen, wir haben hier gerade etwas gefunden, was uns vielleicht noch zunutze werden kann. Peter, wer ist er denn? Gut, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal den Lichtschalter hier an. Wozu der wohl gut ist? Ich würde mal sagen, wir nehmen den mit. Der ist an der Wand fest. Können wir mit dem reden? Licht! Muss kaputt sein. Nö, wenn du den benutzt, dann geht er vielleicht. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Was? Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Was? Warum? What the... Okay, was ist das für ein Typ? Okay, können wir da wenigstens Ketchup draufmalen? Er frisst nur Strom. Davon aber reichlich. Davon aber reichlich, natürlich, wegen der Neonlampe hier auch. Die Neonlampen, die fressen ja genug Strom. Er frisst nur Strom. Aber wenn man sich's natürlich leisten kann, dann ist ja alles in Ordnung. Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter lässt sich ganz einfach per Hand bedienen. Ja. Würde ich ja gern, aber da hat der was dagegen, der gute Peter. Das Licht brennen zu lassen ist nicht illegal. Nein, aber es kostet Strom. Es kostet halt Strom. So, Topf mit Lichtschalter. Er frisst nur Strom, davon aber reichlich. Natürlich. Gut, was ist mit den Topflappen? Ruhig bleiben, Edna. Nö, es bringt alles nichts. Gut, können wir den vielleicht beschriften? Wozu schreiben, wenn man auch Leuchtbotschaften morsen kann? Es lebe der Fortschritt.
Leuchtboden. Okay. Dann hauen wir doch mit dem Pulverschläger dagegen. Ruhig bleiben, Edna. Okay. Harvey, was sagst du zum Knopf oder zum Schalter? Schau mal, Harvey, ein Lichtschalter. Vorsicht, es könnte eine Falle sein. Natürlich, es ist so eine Falle. Nein.